Heute mache ich Chilaquiles. Das sind Tortilla-Chips mit scharfer Soße. Als erstes bereite ich die Chilis für die Chilaquila-Soße zu. Zum Anbraten gebe ich eine Zwiebel dazu. Dazu kommen die Zwiebeln und Jalapenos und dann brate ich die Chips. Gleichmäßig verteilen. Backen. Die Zwiebeln und Jalapenos für die Enchilada-Soße köcheln. Ich lege die getrockneten Chilis wieder hinein, damit sie weich werden. Und dazu noch etwas Hühnerbrühe und eine Dose gegrillte Tomaten. Chips. In. Und jetzt den Käse drauf. Beide Sorten. Hi. Good call. Sehen super aus. Dann noch rote Zwiebeln und noch ein drittes Ei. Done. Fertig!